Alex Roger Wolf hier, euer Casting Coach. Heute mit dem Thema Verhaspler. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn ihr zu einem Casting hingeht und ihr seid super vorbereitet, tolles Casting, ihr habt den Text drauf, ihr habt eure Vorstellung drauf und so weiter und so fort. Ihr geht in das Casting rein, ihr seid ein bisschen nervös und ihr merkt so, oh, das sind ja nicht nur der Caster da, sondern auch noch Assistenten, da sind ja auch noch Leute von der Produktion da und so weiter und ihr werdet immer nervöser und dann stellt ihr euch vor die Kamera und fangt an, die Szene zu spielen oder euch vorzustellen und dann habt ihr einen Hänger und verhaspelt euch. Was wäre, wenn ihr dann nicht abbrecht, sondern weitermacht? Was wäre, wenn die Produktion, der Regisseur und der Caster dann denken würde, wow, unter Drucksituationen kann diese Person ja richtig geil abliefern? Denkt mal drüber nach und brecht nicht ab. Es gibt zwei Fälle, wann ihr abbrechen könnt. Das eine ist, wenn der Director sagt Cut und der andere Fall ist, wenn ihr sterbt. Bis zum nächsten Mal, was wir nicht hoffen wollen. Ciao.